Dann nicht. Warte mal da kurz. Ist eine Gläserjacke. Und ist ja egal. Wollen wir schnell Ding machen? Das austauschen? Unten, dann treffen wir, dann können wir zum Camp, wenn du Zeit hast. Ja, ich komme gleich zu meinem Camp. Ja, ich bin in meinem Camp. Ja, ich bewege mich halt. Ich muss halt noch hier Zeug verwerten. So. Ey, ich müsste ja jetzt eigentlich meine Base ausbauen können. Fällt mir gerade ein. Ich hab eine T60, ich hab eine T60, ich bin glücklich. Eine vollständige T60 jetzt? Nein. Aber zwei Teile zumindest und das ist besser als nichts. Drei Teile. Drei Teile sogar. Wenn du so siehst, drei Teile. Nur leider kann ich sie nicht mehr. Du wolltest den T51 Helm. Der ist aber Level 30. Ach so, stimmt. Bist du ja. Greift denn hier schon wieder an? Achso, hi. Ich hab grad noch gesehen, irgendwas schießt. So, erstmal alles klein machen und Dings und dann mal kurz in den Garten laufen. Ich mache hier hinten Kram halt alles klein. Ja, ich auch. Irgendwie hörst du da draußen alles sterben. Ja, irgendwie schon. Was will ich mit 7 Skalpelle? Weiß ich nicht. Vielleicht willst du... Wollte ich gerade sagen, vielleicht willst du Chirurg werden. Oh, jetzt hätte ich sie fast zerlegt. Den Helm. Den Helm. Stimmt, du bist schon Level 30. Welches Level bin ich? Weil ich habe noch hier zum Teil für T45 Sachen. Könnt ihr auch einen zurückgeben? Intelligenz. Und zwar, bitte lass mich einen Verteidiger gekriegt haben. Was ist denn das? Reparatur? Ach so, ja. Profi-Wissenschaftler. Abrissbirne, nein. Ich habe nicht den Verteidiger gekriegt. Och, Mann. Ach, komm schon. Da mache ich sparsamer Bastler? Keine Ahnung. Abrissexperte wäre halt cool. Aber ich treffe eh nicht so viel. Waffenschmied. Ja, dann mache ich Waffenschmied. Nochmal. Dann habe ich Rang 4 Waffenschmied. Verteidiger habe ich leider nicht gekriegt. Ach, Verteidiger war ja Agility. Oh, ich bin blöd. Ah, scheiße. Egal. Passiert. Ja gut, Waffenschmied ist jetzt auch nicht schlecht. Brauche ich auch irgendwann. Daher ist es nicht so tragisch. Hey, mein Garten ist ja ganz schön gewachsen, hey. Das alles? Ja, ich hab einen schönen... Stimmt, eigentlich müsste ich mal kurz zurück und meinen Garten durchernten. Bei mir ist gerade alles gewachsen. Ja, hallo, das wollte ich jetzt nicht. Krox, ich bin jetzt gleich bei dir. Du bist weg bei mir? Ich komme zu dir. Achso. Ich war ja doch da ganz weit unten, weil ich doch die Viecher klatsch wegen dem schwarzen Titan. Ah. Weil ich brauche ja 36 schwarzes Titan. Und dann die ganze Schraube und Zahnräder und Federn. Oh. Also ich finde meine Power-Rüstungen. Ja, weil du musst die Excavator, um den Bauplan, um die ganze Mission abzuschließen, musst du die komplette Rüstung einmal gebaut haben. Ja, okay, das ist... Ein Bein frisst zum Beispiel mal 30 Federn. Ja gut, das ist doof, würde ich sagen. Und dann noch die Schrauben und dann brauchst du noch für jedes Bauteil 6 schwarze Titan. Ich gehe mal kurz auf die Farm und hol mir mal kurz ein bisschen
Mais. Nicht mal 40 Grad und ich höre schon jetzt groß rumgerotzer. Ja, bei mir wird gerade nicht rumgerotzt. Ich hole nur schnell Mais von dem. Ich hab's nur ganz kurz gehört. Von der Farm. Koro, was für Klamotten willst du? Willst du dann auch auf Feinsteller? Oder weil ich kann jetzt schwere Lederrüstung herstellen. Die bringen halt mehr gegen Energiewaffen was. Ja, ich höre es auch rumgerotzt ja auch. Ich hole schnell Mais, dann kann ich noch ein bisschen Mach mal schwere Lederrüstung. Stellst du mir gleich die Fallensteller mit her? Ja, dann mach ich dir gleich auch die Fallensteller. So. Kuro, welches Level bist du? 16. Muss ich 8 geben beim Herstellen. So, ich glaube, ich müsste genug Mais haben. Dann kann ich jetzt schon mal noch ein bisschen Kleber herstellen. Ich kann dir höchstens 10 anbieten, weil das nächste wäre halt 20 dann von der Stufe her. Ja, dann. Und dann halt 30. Ich mach dir 10er. Halt bis 20. Ich mach dir erstmal vorübergehend die 10er, weil es braucht Leder, Stahl und Stoff. Leder habe ich 170. Stahl, ja, gut, davon 1000, hat man ja wirklich genug. 1900. Also. Ach so. Ich mache jetzt erstmal nützliches Gemüsestärke. Was? Woher habe ich. Habe ich gerade ernsthaft 40 Mais eingesammelt? Okay, das wird ein bisschen was. Brombeerensaft. Verbrettet. Tatterbeerensaft. Soll ich dir auch ein neues Oberteil herstellen? Also, die Brust oder Halsstab? Was Gutes? Da habe ich etwas relativ Gutes. Ja. Schwarzes Zahnschrott. Ich kann schon ein bisschen zucken. Chemielabor. Gott? Ja. Kann alles her. Also, bis außer auf dem Feinsteller Brustteil könnte ich schon alles zu ziemlich herstellen. Ja, Beine habe ich ja schon. Du brauchst die Arme. Genau. Ich kann die höchsten noch 25, weil ich bin noch keine 35. Bricht aber auch. Kein Thema. Bist du ein Todeskrallen-Eier-Omelett? Na, danke. Okay. Du modifizierst ja deine Rüstung jetzt selber, oder? Ja. Ach ja, Kuro, ich war vorhin auf einer Insel, die heißt Todeskralleninsel. Die hat aber nicht ihren Namen alle Ehre gemacht, oder? Doch, doch. Ich bin auch einmal gesterbt. Ah, nur, es geht ja noch. Ja, aber bevor ich da... Da habe ich was ganz vergessen jetzt. Ja, ich wollte also ich habe mich zu sehr auf mein automatisches Stimpack verlassen und es hat nicht gezündet. Auf dein Auto hier. Genau. Und es ist nicht durchgegangen, weil ich glaube, die hat zu viel Schaden gemacht. Die Todeskralle. Dass die mir zu schnell zu viel Leben abgezogen hat. Und ich dadurch halt einfach auf den Sack gekriegt habe. Sagen wir es so. Ich muss auf jeden Fall wieder ein paar Großmengen herstellen, damit ich wieder klein machen kann. Mhm. Also damit ich wieder Zeug verkaufen kann. Was wollen wir denn mal? Wir wollen wir fressen mal eine Flaschenkürbissuppe. Und Karottensuppe. Jam, 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 jam. So, ich habe alles klein gemacht und wiege immer noch 307. Scheiß drauf, Alkohol. Alter, Suffkopf. Ich krieg gleich ein T45 Helm. Ja, hey. Hast du auch ein T45? Warte. Ich habe mehrere T45 Sachen sogar im Angebot. Hat der T45? Wo ist es denn? 51 Torso? T51 Torso habe ich nicht. Oh Mist. T45 Torso meine ich. Warte mal. T45. Helm. Linker Arm. Rechter Arm. Rechtes Bein. Torso und Helm bräuchte ich noch. Nee, den Torso habe ich nicht. Der Helm kann ich dir geben. Warte mal, den schmeiße ich dir als Erschen zu machen. Und du kriegst dann deinen T51B Helm. Und ich habe ein bisschen schwarzes Titan für dich. Warte mal. Ich habe auch noch 13, wenn du willst. Ey, bitte.
Oh. Verdammt. Gib mal eine Sekunde. Ich muss erst mal hochlatschen an die Powerwerkbank. Weil ich habe den lackiert. Dieser Gegenstand wird nach dem Ablegen zerstört. Möchtest du fortfahren? Oh. Hinweis. Eventuell kannst du den Gegenstand durch Herstellung nachbauen. Nein, ich will ihn nicht ablegen. Ich mache da echt eine Lackierung. Warte mal kurz. Hier ist der T60 Helm. Und ich gebe dir mal dein schwarzes... T51. Und ich gebe dir mal dein schwarzes Titan hier noch. Guck mal. Hm. Ja, T51 und schwarzes Titan. Die Rüstung mal hin, die Arme. So. Kann ich die schon mal holen? Auch noch schwarzes Titan. Ja, warte mal. Fallensteller. Oh, hab ich's ja. Aber hey, schau mal, wie ich schon wieder mit Missionen zu spam und ich bin eigentlich nur ein bisschen rumgelaufen. Hab ich jetzt Fallensteller. Ach hier. Ja. So, Box ist einmal für dich. Wunderbar, und hier ist deins. Ja. Ah, ich bin auf Herstellen gegangen. So. Kuro? Dass ich die noch nicht machen kann. Ja. Warte. Fallensteller. Verschweißt. Wow, hab ich viel Kleber. Wie viel hast du? 90. Oh. Und stabilisiert. Und Fallensteller Ding. Verschweißt. Und auch stabilisiert. Kleber, Federung, Aluminium, Glas, was Optik auch ganz gut. Wie kann ich die Fallensteller noch machen? Da kann ich nichts mehr machen. Das ist nur verschweißt. Okay. Dann ziehe ich die noch an. Ups. Kleidung. Fallensteller verschweißt und stabilisiert. Jo. Wunderbar. Dann kann ich hier nochmal schnell Gegenstände verwerten. Kleidung. Leichtbau Metallrüstung. Mit Taschen auf keinen Fall. Ach, das andere Sternchen, den kann ich nicht. Okay. Kann ich nicht verwerten, aber das mache ich. Das lege ich einfach ab. Lederrüstung behandelt des Jägers mit Sternchen ablegen. Metallrüstung das Ding ablegen und das mit Taschen hebe ich auf. Könnte ich annehmen auf Steam? Ich warte mal kurz. Steam? Also, jetzt habe ich Fallensteller. Genau das, was ich eigentlich wollte. Bis auf das Roboter-Ding, das hebe ich auf jeden Fall auf. Ich muss kurz noch hoch an die eine Werkbank. Beim, hier, bei der Getreidefarm. Okay. Ich muss der Helm die Lackierung abmachen, sonst kann ich den nicht droppen, sonst lege ich ihn doch nur. Ah, das ist schade. So, ich schau mal schnell, Kleidung. Die T60 kann ich nicht ablegen, weil die zu schwer ist. Schade. Wobei, Krox? Ja? Wenn man deinen Power Armor entstellt, dann... Müsste ich eh kann ich doch wahrscheinlich dir auf der Helm dran machen direkt, ohne ihn abzulegen. Irgendwas habe ich gerade aufgenommen am Dreck. Warte. Kleidung, Powerrüstung, Chassis. Warte, wie kann ich das hinstellen? Ein Platz hier ist einfach ganz normal. Kleidung. Ah, hier. Hier. Da ist er. Nimmst du auf und drück dann R, dass du halt wirklich richtig ablegst. Hm. Warte mal. Der schießt denn da schon wieder? Jetzt keiner mehr. Du könntest mir auch übers Handeln geben. Oder so. So, ich guck mal kurz bei mir an der Hütte, ob bei mir schon was nachgewachsen ist. Ah, fuck. Scheiß Einblendung. Ja. Heilung. Nur Angebote anzeigen. Ach, durch die Lackierung kann ich gar nicht handeln. Ach so, okay. Muss ich wirklich? Muss ich kurz mit der Power Armor darüber marschieren.
Dann hoffen wir mal, dass du auch wieder rauskommst. Ich komm raus. Ich hab den Bug nicht mehr. Okay. Den habe ich schon extra behoben. Ich habe 11 Fusionskerne. What? Ja, du, ich kann es ja Mobs killen, weil ich unterwegs bin, Roboter klatsch. Ach, da ist mal so ein Fusionsgenerator. Ach, nehmen wir mal den Fusionskern raus. So. Ich habe schon einige verballert, Kuro. Ich renne eigentlich 90% der Zeit nur in der Power Armor rum. Ich würde sagen, ich mache eine kurze Pause. Mal schnell. Ja, mach das ruhig. Dann kann ich mir noch einen Kaffee machen. Richtung. Ihr seid ja mal unterwegs. Ja. Und bin wieder da. Nein, du musst mir keine schwere Lederrüstung machen. Die könnte ich sogar selber machen. Arme und Beine? Ja, komplett. Mir hat... T45 Helm? Habe ich den noch nicht getroffen, aber kann ich jetzt machen. Jo. Ich leg ihn hier ab. Danke. Dann könnte ich ja wirklich eigentlich schon auch mal in Power-Rüstung rumflitzen. Aber ich müsste sie halt reparieren, das ist mein Problem. Hast du ein Power-Armor-Stand bei dir oben? Ist doch hinten bei der Garage. Stimmt. Danke. Danke für den Follow. Hinten bei der Garage? Stimmt, da ist eine. Muss ich da mit der Power-Rüstung rein? Ja, egal. Ich denke, das ist wie ein Fallout 4. Dann musst du hinlatschen. Zack. Also die Rüstung muss dort vorhanden sein. Eine Power-Rüstung. Kommt sofort. So. Wir gehen jetzt einmal rein. Ab in die Power-Rüstung. So. Und rein mit uns. Yay. Ich bin in der Power-Rüstung. Mir fehlt ein Arm. Mir fehlt ein linker Arm. Ich habe keinen linken Arm. Und ich bin wieder überladen. Achso, weil ich jetzt wieder bei null Gewicht bin. Haha. Du kannst nicht ausrüsten, solange du in der Power-Rüstung bist. Warte. Haben wir gleich. Hallo, Sarah. Ich muss mehr ins Minus gehen. Um einiges mehr. So. Irgendwann kriege ich da... Irgendwann, wenn ich zu oft den Glitch mache, glaube ich, kriege ich mit der Zeit irgendwann mal einen Krampf in den rechten Hoden. Ah, in den Hoden. Ja. Wir sind schon wieder so ähnlich wie vor... Ich bin immer noch zu schnell. Nein, ich bin nicht mehr zu schwer. Welchen Arm brauchst du? Einen... Was habe ich gesagt? Linken Arm brauche ich. Ich kann dir einen T45 linken Arm anbieten. Ja, den nehme ich gern. Warte, wir müssen jetzt. Wir müssen passend zur Waffe. Passend zur Rüstung. Ich habe auch einen rechten Arm. Sieh so Charlie Code Abschnitt. Ne, ich brauche nur einen linken. So kann ich den nicht aufheben. Danke. So, jetzt muss ich aber erstmal reparieren gehen. Warte mal. Ich will mal gucken, ob ich dann deine Rüstungen lackieren kann, wenn sie dann im Power Armor Stand drin steht. Nee, brauchst du nicht lackieren. Jetzt guck ich erstmal selber, was ich dafür hab. Hm? Kein Tarnfleck. Nein. Es ist aber doof, wenn ich mit einer Waffe rumlaufe, die mit Fusionskernen schießt. Wir gehen da jetzt mal rein. Zack, rein mit uns. Laufe ich jetzt auch mal ein bisschen mit Power Rüstung rum. So, modifizieren und reparieren. Erstmal der Helm ist repariert. Alter, ist der Scheiße teuer. Ja, Grams Brustteil. Alter, ist das teuer. Deswegen manchmal habe ich meine nicht mehr repariert. Also Extras habe ich noch nicht, so wie es ausschaut. Standardlackierung habe ich auch noch. Ne, ich habe noch nichts. Ich hab keine Extras. Ich hab's kapiert. Helmlampe. Hab ich auch nur die eine. Der macht Aua. Ja, ist nur ein Level. Ich kann gar nicht. 42er. Der geht schon, aber jetzt hat. Weißt du, wo ich jetzt hingehe? Einfach aus Prinzip zur Todeskralleninsel. Hast du denn noch mehr T51 Tür gehabt? Ja, ich hab noch. Ja, den Torso, den brauche ich aber selber.
Achso, ich hab keinen anderen. So, ich gehe jetzt nur aus Prinzip zur Todeskralleninsel. Letztes soll er das mal hier wiederholen, bitte. Ha? Das war eine legendäre Todeskralle. So. Das brauche ich. Mach ich auf Nahkampf. Wo ich hol die Fäuste raus. Nee, Quatsch. Ach so, ich bin ja jetzt in der Power-Rüstung. Ich kann ja nicht mehr schwimmen. Nee. Hoffentlich ertrinke ich jetzt nicht. Das ist mir vorhin auch passiert, deswegen habe ich gefragt, ob man saufen kann. Ich hänge vor allem hier an der Klippe unter Wasser. Okay, hab's geschafft. So, Schrotflinte. Pumpgun ist fertig. So, wo ist diese Todeskralle von vorhin? Du musst nochmal spawnen. Ich hätte eventuell... Schaden und Energieresistenz, wenn du mit Vierpöschen Rüstungsteil. Okay. 21 legendäre, Level 21 legendäre Todeskralle. Dich mache ich jetzt Platz. Ja, komm her, mein Freund. Warte, ich muss mal kurz nachladen. Och, wir nehmen einfach eine andere Waffe. Du willst Nahkampf? Okay, komm her, ich hab ein Schwert. Komm her, mein Freund. Komm her, du. Komm, Beifuß. Beifuß. Nicht Beifuß. Ich hau dich mit meinem Schwert kaputt. So, das war jetzt für mich ein persönliches Bedürfnis. Hab eine Todeskralle mit dem Schwert gekillt. Die hat auch nicht mal so viel Schaden jetzt gemacht. Oh, ich liebe so. Leute, 42, das ist tot. Wo treibst denn du dich eigentlich rum, gerade, Kuro? Im 50er-Gebiet. Das ist eine gute Aussage, da gibt's ein paar mehr. Wo bist denn du? Au! Andere Sache. Rotes Feld. Warum hast du dein Camp da am Arsch der Welt? Du bist erst Level 16. Weil ich leveln kann. Ja gut, das ist natürlich ein Argument. Warte, ich komm zu dir hinter. Ja, ich hab zwar gerade schnell gereist, aber ich komm zu dir hinter. Kommst du auch mit, Sandman? Achso, Xbox kann PlayStation kann ich ausschalten. Trotz welche eine Kampfflinte, Kampfgewehr, Stufe ha? 30. 32 Schaden? Nein, gerade nicht. Warte, ich schalte schnell die PS4 aus. Oh, nicht? So. Ich darf so viel verpassen. Warte, ich komm zu dir. Wir machen doch keine Mission. Wir haben unseren Spaß da hinten im Eck. Ich bin schon was unterwegs. Machst du da hinten? Ich level. Ich komm schon. Ich mach mich auch gleich auf den Weg. Machst dich auch gleich auf den Weg? Kann ich nochmal hier reparieren? Reparieren ist unwichtig. Gegner kaputt hauen, viel lustiger. Ja, ich will aber meine Basis reparieren. Das ist auch unwichtig. Wichtig. Ich muss das nächste Mal auf Ausdauer gehen, damit ich den Verteidiger 2 bekomme. Hier klingt's nach Spaß. Wo schießen deine Türme hin? Deine Türme sind voll am Ausrasten. Wo sind hier Gegner? Die hab ich schon erledigt. Hier soll Militärstützpunkt sein. Ich muss erstmal schlafen. Ich muss meine Lebensenergie wieder auffüllen. Gegner! Kommt her! Aufgeblähter Leuchtender! Level 60. Ich mach dem überhaupt keinen Schaden, Alter. Ja. Warum denkst du, mache ich hier Hit and Run? Ich brauch mal kurz andere Waffe. Die hier. Das ist auch nur so ein doofer Bug. Warte. Na komm schon! Oh, der ist sogar legendär. Was? Oh. Ja, ich laufe damit in. Ich laufe damit nur in deine Base. Alter, ich mach den halt sowas von Hardcore noch null Schaden. Meine Geschütze genauso wenig. Echt? Deine Geschütze schießen nicht mal. Jetzt hat! Ja.
Und der Level 50er ist halt nackt. Socha, willst du mit drauf schießen mal? Ja. Erstmal nachladen. Oh, sorry. Dir ist klar, dass da hinten gerade eine Brandbestie gelandet ist, oder? No fucking way. Doch, da hinten ist eine Brandbestie gelandet. Da hinten ist gerade eine Brandbestie gelandet. Don't fuck you. Ich hasse Mineral Rocks. Ja, komm schon, die sind Level 12. Guck, so geht das mit Meyer Lurk. So. Ja. Du holst das Schwert raus und haust ein paar Mal drauf. Guck. Vielleicht wie ich am besten auf den Panzer drauf. Warte mal, ich brauch. Mach mal hier was anderes. So, guck. Immer noch. Kuro, nur mal so. Hier fliegt eine Brandbestie neben deiner Base. Ja. Und das heißt jetzt aber, ich gehe da hin. Ich nehme zuvor mal vielleicht ein Stimpack. Aber ich gehe nicht zu nah ran, weil... Ich auch nicht. Stimmt. Hat einer Raketenwerfer? Hat einer schnell einen Raketenwerfer für mich? Nee, leider nicht. Nicht? Raketen habe ich nämlich. Also ich gehe da nicht zu... Alter, ich... Oder hat kurz mal jemand eine Atombombe? Ein Fatman würde mir reichen, da habe ich Mini-Atombomben. Ich habe ja mal mit dem Multiwerfer. Hey, ich habe einen Hit. Ja, Hits habe ich auch schon, aber ich glaube, ich gehe auf die. Ach, treffe ich nicht. Ich habe zu wenig Reichweite. Na, komm raus. Das Viech ist halt hart stark, gell? Du musst überlegen, ich bin von... Guck dir mal, wie der die Raketen reinballert. Guck mal her. Von dem Geschütz. Drei Schrauben und drei Kleber. Ich hoffe, das Scheißviech geht nicht auf mich, weil ich glaube, das. Das Scheißviech. Och nee, das hab ich schon gedacht, die geht auf mich. Guck mal, wie der die Raketen reinrotzt. Ist down! Looten! Loot that bitch! Hat jemand da noch zwei Schrauben für mich? Zwei Schrauben. Ja. Nur wenn du die wenn du auf die Knie gehst und die Augen zumachst. Ich krieg halt einfach gleich instant eine Mission. Nee, ich verpiss mich. Ich kann dir zwei Schrauben gehen. Ich mache einen kurzen Zwischenstopp bei meinem Camp. Schmeiß dir schnell zwei Schrauben her. Mhm. Und dann verpiss ich mich rauf und mach mal meine Mission weiter. Ach ja. Nur zur Info, das gehört zu meinem Alltag, wenn ich hier oben bin. Ja, warum baust du da hinten dein Camp? Zweitens, wie bist du dahinter gekommen? Indem jetzt ich gelaufen bin. 30 oder keine Ahnung, was ich bin und das mir hat. Die hat's nicht gejuckt, dass ich in die Neirotz. Sagen wir es ganz einfach so. Aber ich sag's mal so, ich bin einfach nur gelaufen, hab meine Basis aufgebaut. Und du hast die Beine in die Hand genommen. Ja, und ich bin übrigens drei Brandbestien über den Weg gelaufen. Ja, da hatte ich ja auch schon. Ach, ich habe sogar drei Schrauben im Inventar. Zwei Breiten. Ich schmeiß jetzt drei hin. Die andere gibt's oben drauf. Zurück. So, hier. Da. Okay, dann kriegst du nur zwei hier, wenn's dir mit dem passt. Kriegst du nur zwei Schrauben. Pü. Ja, oder warte, ich muss es anders da machen. Pü. Immer diese Mimimi. Immer diese Mimimi. Ja, aber voll schlimm. Richtig. So. Nein. Oh. Was hab ich denn eigentlich bekommen? Das. Das Gemeine war ja. Ich weiß ja nicht, ob du noch da bist. Aber ich glaube, du wirst dich gleich angesprochen. Heute wurde gesagt, ich fahre ein Frauenauto. Und ich habe dann auch drauf geschrieben. Pill. Also ich bewerf dich so lange mit rosa Wattebäuschen, bis du blutest. So richtig. Mit Anlauf und Schwung. Ich war kein Frauenauto. Wir waren sogar mal drüber, da haben wir bei der Zulassungsbehörde so Daten rausgeschaut, welches Auto selten ist. Von meinem Kollegen oder meins. Weil meins ja auch sehr ziemlich selten rumfährt.
Ich, bei mir fahren 2200 außerdem, wenn ich mich so noch genug genau weiß. Und bei ihnen aber waren es um die 900. Und bei mir war es aber 50-50. So. Auf den Schockenflasche rum. Auf den Schocken erstmal, ja. Erstmal ein Saufen, warte, da bin ich dabei. Warte. Habe ich keinen Alkohol mehr? Das kann doch nicht sein. Ich nehme Wodka. Ultra leicht Baumaschine Rüstung. Also ich sehe gerade schon wieder so ein Zeichen auf der Map. Das letzte Mal, wo,